Ein Lockpick. Gut, dass wir den haben. Ist da noch irgendwas? Was ist das denn hier? Ach, guck mal einer an. Ah, ne. Elisabeth, kommst du mal? Mal sehen, was ich tun kann. Und eine neue Ausrüstung. Neue Stiefel. Kerngesund. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Das ist ja geil. Vergleichen. Flinke Füße. Ausweichen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Wirkt für Seitschritte und Rückwärtsgehen. Warte. Ich nehme mir... Anlegen. Ja. Das mit dem... Das finde ich geil. Bitte. Danke. Jede Menge Geld. Geld regiert die Welt. YouTube-Money. Salze voll. Hier liegen noch Silberigel. Silberigel. Munition voll. Ein Präzisionsgewehr. Was hat sie denn? Was war das denn? Wieso guckt sie denn auf die Wand? Okay, von hier kamen wir. Gut, das war's dann hier, glaube ich. Ich kann nochmal hier hinter der Bar gucken, ob wir hinter der Bar irgendwas übersehen haben. In dem ganzen Stress gerade. Ne, weil es würde sich natürlich anbieten hier. Lol. Es würde sich anbieten. Ist meines Erachtens auch eins der ersten Spiele, wo man wirklich sehr lange einen Begleiter hat, ne? Weil ich kann mich nicht entsinnen, dass es irgendwo ein Spiel gibt, wo man so lange einen Begleiter bei sich hat, oder? Komme ich hier eigentlich auf den Balkon irgendwie? Ich komme nicht auf diesen Balkon. Schade eigentlich. Naja gut, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das ist also die Bühne hier. Und jetzt ist hier die Tür, die uns irgendwo nach hinten führt. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Mhm. Welchen Weg denn? Du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Wir haben alles soweit voll. 2012, bis ich mich für eine wie dich interessiere. Dann schauen wir mal. Und wieder geht ein Tag ins Land. Kämpf! Waren das alle? Das sind doch nicht nur zwei gewesen, Alter. Das sind doch bestimmt mehr, oder? Salz voll. Ich nehme mal alles soweit mit, was wir hier mitkriegen können. Okay, Sandwich. Also ich glaube nicht, dass ich ein Sandwich essen möchte, was aus der Schublade ist. Sind das Cops? Wanted. Daisy Fitzroy. Aha, Vox Anarchist. Dead or Alive. Huch. Mhm. Hier ist noch eine Tür. Oh, ein Munitionslager und ein Lockpick. Haben wir wieder 5. Da haben wir den Karabiner, ist voll. Hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir alles mit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Tja, dann würde ich sagen... Hilf mir mal mit dem Schloss. Eine Sekunde. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitteschön. Dankeschön. So. Revolver finden wir hier, aber ich glaube, ich bleibe bei dem Karabiner. Ich bin mit dem Karabiner eigentlich ganz zufrieden und mit dem Maschinengewehr auch. Eine alte Uhr. Hey! Was denn? Codebuch. Schon eine Ahnung, was zu dekodieren ist? Nein. Halten wir die Augen auf. Okay. Optional. Finde den Vox-Code. Okay.
Silver Eagle nehmen wir mit. Hier ist so eine Art Vorführ... Huch. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schütte mir einen Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Der arme Kerl, ey. Ja, aber so ist das, ne? In jeder Gesellschaft gibt's halt was die, riecht denn hier so? Die Bösen. Hier unten gibt's keine. Sie behandeln sie wie Tiere. In jeder Gesellschaft gibt's halt die Bösen. Ist nun mal so. Die wird's Schwarze immer geben. Höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben. Er ist. Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertränken? Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Das war doch den wir verschont haben, ne? Jetzt ist der hier. Nummer 9, Nummer 8, der ist aber Nummer 8. Mal sehen. Wir müssen zwar nach Nummer 9, aber... Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein. So, neue Stiefel. Newton Scherz, was Gesetz? Beim Landen von einer Skyline werden Feinde in der Nähe zurückgestoßen. Was haben wir da jetzt drin aktuell? Beim Wiederbeleben wird eine komplette Gesundheit wiederhergestellt. Achso, das hatte ich ja genommen. Dann würde ich sagen, nehme ich erstmal nur die Ausrüstung, dann habe ich sie. Jetzt fehlt uns aber noch Pick, ne? Kannst du das knacken? Ich probier's mal. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Nummer 9. David, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, David. Nicht mit Hyänen. Mhm. Meinst du? Ach du Heilige. Wo bin ich? Hallo? Ah, okay. Was ist das für eine komische Zelle? Die anderen waren so klein, das ist hier so mit mehreren Etagen. Was ist das für eine Zelle? Das ist doch keine Zelle, das ist doch ein Aufenthaltsraum. Ein Lockpick. Ah, guck an, jetzt haben wir wenigstens wieder einen. Warum ist es hier so dunkel? Ich sehe fast gar nichts, Alter. Mach das Licht an, es ist so gruselig. Ein Knopf im Licht, ansonsten sehe ich gar nichts. Toll. Oh nein. Oh nein. Hallo? Ich steh doch mal im Weg, einfach mal. Ach, zu spät. Verdammt. Fink. Das hat er gemeint. Ach, jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Langsam wird's peinlich. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf, Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Ach krass. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ach du Scheiße, es gibt... Ach du Kacke. Es gibt okay, verschiedene... Öffne ihn. Ah, ah, ah.
Ach, du heiliger Strohsack. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Brutal und den, was? Repetier? Okay. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Oh Gott, ich glaube, ich kehre zu Chenlins Werkstatt zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was erwartet uns jetzt hier? Das hört sich nicht gut an. Okay. Die sind alle sehr erbost. Kann ich verstehen, wer ich auch. Was war das hier? Ein Astusiegel? Ja, nehme ich mit. Er sitzt immer noch hier? Wenn das doch eine andere Zeit, ein anderes Columbia ist, dann kann er doch gar nicht mehr hier sitzen, oder? Ich komme gerade von Assemblance, der Aufnahme. Kannst du damit aufhören, Spiel? Ich bin schon verwirrt. Aber, okay. Ich kapiere nicht, wieso Chenlin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Ja, wenn du die Vergangenheit änderst, ist die Zukunft sowieso wieder anders und das kann schlimme Dinge passieren. Das wissen wir ja seit Butterfly-Effekt und seit anderen Spielen auch. Und ich habe sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Okay. Luca, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Krass. Was ist mit ihnen? Das ist nicht sie gut. Erinnern sich. Woran denn? Daran tot zu sein. Das ist nicht gut, dass wir die Vergangenheit ändern. Ich halte da nicht viel von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was geht hier vor, Schatzmar? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten. Ich halte da nicht viel von. Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Hier an der Wand hing? Ganze Sache kriege ich Kopfweh. Es war ein anderer Gegner, der an der Wand hing? Was? Hört auf damit, Spiele mich so zu verwirren. Fink ist doch immer noch selber, oder nicht? Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Munition habe ich noch genug, das reicht noch. Aber wie cool das einfach gemacht ist. Aber wie gesagt, ich halte einfach nichts davon, die Vergangenheit zu ändern. Weil ich riesen Respekt vor der Zukunft dann habe. Was dann passieren könnte. Der Automat ist aber immer noch da. Aber hier oben ist die Leiche weg. Dann würde ich sagen, verlassen wir mal den Club. So. Ein Spindler bleibt ein Spindler. Genau, das war das, was ich nicht lesen konnte, weil es so schnell weg war. Wo? Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Streikt, sagt sie! Wenn ihr das tut, werdet ihr auch mehr verlieren. Wer schießt denn da? Ach da! Den hab ich gar nicht gesehen, der stand hinter einem Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Wer schießt denn da? Ach, da ist sie geschützt. Ach, da oben. Lol. Ist das Geschütz für uns oder nicht? Ich versuche mal, das Geschütz auf unsere Seite zu bringen. Danke.
So, das sieht ganz gut aus. Die kriegen wir ganz locker weg. Aber das Geschütz macht mir noch ein bisschen Sorgen. So, ich glaube, das war's, ne? Oder? Ich glaube, das war's. Oh, was ist denn hier? Komm hier durch. Da ist Salz. Da kommen wir nicht lang. Okay, wir müssen jetzt zu Chen Lins Werkstatt erstmal zurück. Da gehen wir erstmal lang. Silberigel nehmen wir mit. Okay. Ja. Da. Schätze, aus dem Job für Fink wird nichts. No jobs today, oh Gott. Wir haben jetzt schon die Vergangenheit geändert. Wir haben jetzt schon die Vergangenheit geändert. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Wenn wir schon einmal hier sind. Brauchen wir Geld? Hier, ja. Mr. DeWitt. Danke. Wie viele Lockpicks brauche ich hier für das? Hier ist ein Schloss. Einer muss Schmiere stehen. Ja, mach mal offen. Würde mich mal interessieren, was da ist. Alter. Bitteschön.